Ciao amici! Wir zeigen euch heute, wie man eine Fleischroulade à la Pedros Grossmami macht. Fucking Löwenzahn! So geil, eh? Probier mal einen. Für das brauchen wir 3 aufgetaute Würfel Blattspinat, Parmesan, Ei und Wasser für die Omelette, Pancetta und natürlich halbes Bäckli. Für das Omelette brauche ich pro Ei 2 gehäufte Esslöffel Parmesan und 1 Esslöffel Wasser. Ich verrühre jetzt die 3 Sachen. Nein! Ich schlaf! Das Omelette in eine heisse Pfanne mit Butter. Schau schnell, ob es schon gut ist unten. Sieht gut aus. Dann flippe sie. Genau so muss sie sein. Genau so! Mmh, schmeckt schon sehr gut. Fresse Schnaufe. Hoi zusammen! Hoi zusammen! Wie ich fürs Rollen überall und immer zuständig bin, mache ich mit euch heute Fleischroulade. Wie gesagt, wir brauchen Pancetta. Als erstes ist unsere erste Schicht der Pancetta. Den tun wir jetzt hier auf dem Fleisch sorgfältig und schön flächendeckend belegen. Zu dem Fleischstück muss ich euch vielleicht noch etwas sagen. Das müsst ihr beim Metzger. Das ist ein Kalbsbäckli-Deckel im Schmetterlingsschnitt. So müsst ihr bestellen. Ihr müsst dem Metzger sagen, dass er Roulade macht. Aber wir schneiden es scheiße und dann könnt ihr keine Roulade machen. Dann gibt es Schnitzel oder Kalbsgeschnetzeltes oder was weiß ich. Aber ist wichtig, Schmetterlingsschnitt, Kalbsbäckli-Deckel. Okay? Wenn der Pancetta schön überall belegt ist, brauchen wir die Omelette. Die zweite Schicht ist das. Noel, bring mir mal die Omelette. Ist gut, ich schieße sie über. Geiler Wurf, ein bisschen daneben, aber das nehmen wir. Auf das über tun wir jetzt ganz einen wichtigen Teil von der Roulade, unseren Spinat. Freunde, wegen Noel seinen Scheiss-Tricks habe ich euch ganz vergessen zu sagen, dass wir das Fleisch vorher noch ein bisschen salzen müssen. 2-3 Prise Salz drüber, sonst ist die ganze Geschichte recht fad. Sportlich bleiben, wir brauchen Spinat. Spinat nehmen und hier anfangen mit der Gabel das Zeug verteilen. Wenn der Spinat drauf ist, ein bisschen Pfeffer und dann Paradedisziplin von Pedro. Rollen! Let's roll this shit! Fürs Rollen, ganz wichtig, Schnur parat machen. Am besten Kochschnur, aber wenn ihr so einen Scheiß geht bei mir neben dem Haus habt, der keine Kochschnur verkauft, dann langt auch so eine Kackschnur. Beim Rollen, ganz wichtig, schaut, welche Seite, dass die Stückchen, die kommen damit wie es wollen. Das ist jetzt so ein bisschen triangular. Das heisst, wir fangen hier an rollen, dass wir da hinten schön aufhören können. Man nimmt, und jetzt sehen wir meine Finger da. Die nehmen das Zeug schön, wickeln es unteren. Und es ist ganz wichtig, dass er eng bleibt bei dem Zeug. Tight! Habt ihr gehört? Ganz! Verdammt nochmal! Eng bleiben. Schön. Da beim Spinat, ihr seht es jetzt, da kommt noch ein bisschen Saft raus. Ich kann ihn zwar schon auspressen lassen, aber schaut doch, dass so viel Saft, wie es geht, aus dem Spinat rauskommt. Seht ihr, was da nochmal rauskommt? So. Wenn ihr das ganze Ding tight gerollt habt, Teller nehmen, draufstellen. Und falls ihr 2-3 Minuten machen, warten. Und sonst direkt anfangen zu schnüren mit der Schnur. Das zeige ich euch jetzt gerade wie. Binden ist eigentlich eine ungefreute Sache. Man fängt an und wir machen das Knöpfchen da. Egal was für eins, das, was euch am liebsten ist. Jimmy. Dieses Knöpfchen schmeckt nicht so Jimmy. Da Knöpfchen machen. Ist jetzt schon ein bisschen zu schaut jetzt, dass die Rolle in dieser Richtung gedreht wird, dass sie nicht aufgeht. Da ist die Nahe. Ihr könnt es von oben nach oben straffen. Schön zusammenziehen das Zeugs. Runde machen. Und ihr seht, ich bleibe von oben. Den Spinat und so machen wir nachher noch weg. Und dann da back to where it all began. Knöpfchen machen. Einmal zwetschgen. Ja, natürlich ein zwetschgen. Anziehen. Abschneiden. Entweder direkt in die Pfanne tun oder in 2 Stunden in den Kühlschrank, wie ihr wollt. Ich habe jetzt hier unsere Pfanne süttig heiß erhitzt und tue unsere tight gerollten Rouladen hier rein. Dass es eine tighte Kruste gibt! Ich habe sie schnell gesalzen, in der Hoffnung, dass wenn ich sie drehe, eine fucking tighte Kruste da ist! Weil genau diese tighte Kruste hier brauchen wir. Schmeckt ihr das? Ich schmeck es schon. Um den Bratensatz zu lösen, tun wir ein bisschen Weisswein und nachher tun wir so mit Butter und Thymian ergänzen, damit es sehr fein wird. Mit Bouillon-Würfel. Jetzt kommt noch der Thymian rein.
Nachdem ich Thymian und Bouillon dazu getan, kommt am Schluss Butter dazu. Bratensatz gelöst mit der Bratensatzsoße. Nochmal Bratensatz lösen, dann wird mehr Bratensatz draus. Muito gostoso. Ja! Das sind schon... Geh runter! Geh runter!